peinlich? Als ob mir etwas peinlich ist. Ich meine, ich bin der Owner von Minekids. Was soll denn da schon Peinliches passieren? Boah, immer lügt dieser Schweini seine Subs an. Was soll denn sowas? Aber was sind denn eigentlich so die Sachen, die man so als Minekids-Owner machen kann? Ich meine, man kann Hacker bannen, man kann Spieler muten, man kann Spielern helfen, man kann Ringe vergeben. Man kann so gesehen einfach alles machen, was man möchte. Aber normalerweise sollte einem doch nichts peinlich sein, oder? Ich meine, peinliche Sachen in Minecraft? Sowas gibt es nicht, oder? Aber ich glaube, ein bisschen PvP sollte es doch echt erstmal geben hier, oder? Boah, Schweini, warte mal. Kannst du nicht einfach mal gegen Spieler spielen, die eine gute Elo auf deinem Server haben? Ich meine, für was hast du denn dieses 1v1-Ranking-System überhaupt da? Ja, gut. Aber was ist jetzt das Peinliche an dem Video? Naja, viele von euch wissen ja, dass wir einen Teamspeak haben bei Minekids. Und, naja, auf dem Teamspeak ist es halt so, dass man dort vielen Leuten helfen kann. Da die meistens, wenn sie ein Problem haben, es versuchen auf unserem Teamspeak mit der Hilfe eines anderen Staff-Members zu lösen. Aber auf dem Teamspeak ist es halt so, dass es da noch ein paar andere Sachen gibt. Und zwar kann man sich auf jedem Teamspeak-Server seinen Namen aussuchen. Und, naja, manche sind lustig und manche sind, naja, ganz normalen Namen. Aber man kann sich halt so gesehen als eine andere Person auch sogar auf einen Teamspeak ausgeben. Und das ist auf Minecraft häufiger der Fall, dass einfach manche Leute sich einfach so Schweini nennen, HardcorePPR.de, Noris, BastiGRG und, halt sowas. Und, naja, manchmal nennen sich auch die Leute einfach wie ein Staff-Member oder mal nach einem besonderen YouTuber und halt so, was ich jetzt auch schon gerade gesagt habe. Aber in den letzten Tagen gab es so einen speziellen Fall. Und zwar war es einfach so, vor 3 Tagen, da war ganz normal im Teamspeak mit ein paar Leuten, kennt ihr wahrscheinlich, ihr redet wahrscheinlich auch mit ein paar Freunden, so via Skype, via Teamspeak, whatever. Und die Sache war einfach, ich als nichtsahnender Owner sah einfach, wie sich so ein Typ in den Teamspeak mit dem Namen Revinzeit in die Lobby einloggt. Und ich dachte einfach so, ja, das wird wahrscheinlich eh wieder ein Faker sein, also was mache ich? Ich move diese Person in meinen Channel, sage natürlich ganz höflich, dass er es bitte unterlassen soll, auf unserem Teamspeak YouTuber-Namen zu verwenden, da das nicht cool ist und wir das nicht so gerne mögen, wenn man sich einfach als eine andere Person auf unserem Teamspeak ausgibt. Und naja, was dann passierte, war aber echt ein wenig, naja, sagen wir mal, peinlich, weil auf einmal fing diese Person an zu reden und das hat sich einfach herausgestellt, dass, naja, ihr wisst schon, es war einfach der echte Rebi, ob das glaubt oder nicht, es war einfach, es war so komisch, Mann, die Situation, das war, ich glaube, das werde ich nicht vergessen, das war besonders peinlichste, was mir hier passiert ist, und naja, er war einfach so auf dem Teamspeak, da, Mangso, das ist so ein Intro-Ersteller, beziehungsweise so ein Montage- und Intro-Ersteller, der wollte etwas mit ihm besprechen, wegen seinem neuen Format oder sowas. Und das war einfach so komisch. Und naja, ihr glaubt mir das jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich habe ja so einen kleinen Ausschnitt für euch. Lady, Mann, Lady, Mann, Lady. Nee, Spaß, das war so ein, das musste jetzt nicht sein, Schweini, oder so, sowas. Nee, es musste echt nicht sein. Nein, aber hier ist echt so ein kleiner Ausschnitt im Channel, wo Revi mit Mangso geredet hat. Ja, das Problem ist, da sind halt so 2 Drops, nicht ein so ein Hauptdrop. Das ist ein bisschen also, kacke. Okay, warte,
Ach so, also gefällt dir das? Ach so, das, okay. User left your Warte, channel. dann schicken wir das hier andere. sind, hier sind, hier ist eins, da musst du, das ist der zweite Job, das ist ab 1:20. Guck mal, das ist ein bisschen was anderes hier. Und naja, nachdem ich das halt herausgefunden habe, dass es der echte Revi ist, dann, keine Ahnung, das war so peinlich. Naja, hört man selbst. Das ist der echte Revi. Ich schwöre dir, Elias. Jetzt ohne Scheiß. Schwein hier hat gerade fast angefangen zu weinen, Alter. Alter, war das unangenehm. Wie sollen so alle die Hände runter? Und dieser Mangs, der macht gerade Revi wirklich eine Montage. Und die. Alter, was? Kann auch sein, dass sie Nö, einfach ein das ist Video nicht dein abgespielt Ernst. haben. Nein, das war kein Witz. Ich hab gesagt, ja, die seid Der hat alle sich halt ungefähr. echt so angehört Nein, wie der und dann Echte. meint, und da meint er, okay, dankeschön. Naja, das war echt eine komische Situation für mich und das werde ich, glaube ich, echt so schnell nicht mehr vergessen. Aber egal. Naja, auf jeden Fall, danke auch nochmal an Smunchy und an Lee John, wenn ich seinen Namen richtig so ausspreche, dass sie mir geholfen haben, für dieses Video überhaupt ein Thumbnail zu bekommen, da mein Designer noch im Urlaub ist und, naja, deshalb habe ich die beiden mal gefragt. Und deshalb könnt ihr auch mal die beiden Leute unten in der Beschreibung auschecken. Der Link zu beiden ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann auf jeden Fall Dank an alle, die mir gerade hier zugeguckt haben. Dann werde ich mich über eine positive Bewertung mal wieder freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann und tschüss.